geheime Forschungspapiere aus dem Bundeswirtschaftsministerium an neuen AKW zu arbeiten. Und wenn man dann fragt, sagt dann der Bundeswirtschaftsminister, niemand hat die Absicht, neue Atomkraftwerke zu bauen. Also wie glaubwürdig das ist, sieht man, glaube ich, auch an den Beteuerungen, sieht man aber auch natürlich daran, dass sie mit den Gelben regieren wollen, die ja sehr klar sagen, dass sie Atomkraft wollen, weiter nutzen wollen, aber eindeutig nicht sagen können, was mit dem Müll passieren soll, eindeutig nicht sagen können, wie das Restrisiko eingedämmt werden soll. Es geht nämlich gar nicht. Und wir sind diejenigen, die wegkommen wollen von Atomkraft und hinkommen wollen zu erneuerbaren Energien. Das ist alternativlos. Das ist die einzige Art und Weise, wie wir aus der Krise rauskommen können, intelligent mit neuer Energie. Herzlichen Dank. Iblis A ist das älteste noch laufende deutsche Atomkraftwerk. Das ist 1974 in Betrieb gegangen. Iblis A und B zusammen sind Atomkraftwerke, die zum Beispiel als einzige ihrer Art nicht über eine gebunkerte Notstandswarte verfügen. Iblis A und B liegen zwar nur 2 Flugminuten vom Frankfurter Flughafen entfernt, sind aber gegen Flugzeugabstürze nicht geschützt. Und ich denke mir manchmal, wenn ich so den Schäuble höre, der irgendwie sagt, wir müssen die Bundeswehr im Inneren einsetzen, also wenn es ihm wirklich um Risikominimierung gehen würde, dann müsste er eigentlich der Erste sein, der sagt, zumindest diese beiden müssen sofort abgeschaltet werden. Dass es dieses Märchen von der Stromlücke einfach wirklich ein Märchen ist. Die Erneuerbaren sind so stark gewachsen, dass wir auch hier, auch in Hessen, es schaffen können, unsere Energie anders zu erzeugen als in diesen großen alten Blöcken der Vergangenheit. Und ich prophezeie eins, wenn es eine schwarz-gelbe Mehrheit gibt am Sonntag, dann wird dieser Schrottreaktor weiterlaufen. Wenn es keine schwarz-gelbe Mehrheit mit starken Grünen am nächsten Sonntag gibt, wird der noch nicht mal mehr angefahren, weil dann die restliche Reststrommenge auf die jüngeren Reaktoren übertragen wird. Und eine klarere Entscheidung und eine klare Entscheidungsalternative kann man sich eigentlich nicht wünschen. Und insofern hoffen wir einfach darauf, dass am nächsten Sonntag die Menschen an der Wahlurne diesem Spuk endgültig ein Ende bereiten. Rot-Grün. Deutschland war 7 Jahre lang Vorbild für viele Länder in der Welt. Das Erneuerbare Energiengesetz ist eines der erfolgreichsten Gesetze überhaupt in der Nachkriegsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland. Wirtschaftsdelegation, schauen Sie hier in Deutschland an, wie wir das geschafft haben, 16% bei den Erneuerbaren für Strom zu schaffen. Die schauen sich aber auch an, wie wir gleichzeitig parallel dazu aus der Atomenergie aussteigen, weil das ein wichtiges Zukunftsmodell ist dafür, wie wir unsere Klimaschutzziele erreichen, Arbeitsplätze schaffen und gleichzeitig dafür sorgen, dass die Wirtschaft sich darauf verlassen kann, dass es Strom gibt, der sicher ist, den man sich leisten kann und das Ziel erfüllt, dass wir die Abhängigkeit von den Ölscheiß gleichzeitig reduzieren. Alles das hat Rot-Grün begonnen. Ich kann nur allen sagen, wer die Laufzeit von Atomkraftwerken verlängern möchte, wie Schwarz und Gelb vorhaben, verdoppelt die Menge an Atommüll, für die wir heute bereits, wir haben es gehört, keine Lösung haben. Ich habe in der Schule noch gelernt, der Salzstock ist trocken. Wir sehen jetzt in der Asse, dass dort der Sturzbach durchfließt, die radioaktive Lauge für teures Geld. Und das Geld kommt nicht von der Atomlobby, sondern wir Steuerzahler müssen es bezahlen, muss dort jetzt gesichert werden, sofern es überhaupt möglich ist. Die Financial Times Deutschland, die gestern ja eine Wahlempfehlung ausgegeben hat, hat recht. Die verstehen was von Wirtschaft. Die haben gesagt, in der ersten Runde in der Redaktion, die haben sich heftig gestritten, schwarz oder grün. Aber in einem waren sich alle, die von Wirtschaft was verstehen, einig. FDP auf keinen Fall. In der ersten Runde rausgeflogen. Alle, die was von Wirtschaft verstehen, sagen, wenn du was für die deutsche Wirtschaft übrig hast, darfst alle wählen, aber garantiert nicht die FDP. Und bei der CDU, wisst ihr, warum die vor uns lag? Weil die Financial Times Deutschland sagte, die sind für Atom und die Grünen sind gegen Atom. Das können wir aushalten, dass die Financial Times Deutschland uns nicht empfiehlt, weil wir gegen Atomenergie sind. Wir wissen, dass wir Recht haben. Wir vertreten den Volkswillen hier am besten. Die Mehrheit der Deutschen will keine Atomenergie, inklusive der Wähler der CDU, CSU und der FDP. Wer das auch so sieht, der muss am 27. September uns Grüne mit der Zweitstimme wählen. Und da, wo wir Kandidaten haben, die eine bessere Chance haben, wie die Sozialdemokratischen, gerne auch mit der Erststimme. Ich glaube, ich muss nicht dazu sagen, welche Wahlkreise ich da meine.